Hallihallo, liebe Fallout-Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge New Vegas. Ja, letztes Mal sind wir auf die Hunde der NK gestoßen und ich bin echt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, Freiheit wäre alles und Entscheidungsfreiheit wäre was für so eine neue Republik. Ja, am Arsch. Na, man muss halt immer nach der Nase der Regierung spielen, ne? Und so auch hinter deren hier. Wie dem auch sei, ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Lake Mead. Das Ulkige an der ganzen Nummer ist, ich habe mich gerade orientiert im Offline-Modus und mich hat etwas abgelenkt. Das ist der Bruderschaftsunterschlupf. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich erstmal die Lake Mead-Sache erledige oder ob ich erstmal einen Abstecher zum Bruderschaftsunterschlupf mache. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Ich bin tierisch neugierig auf die Bruderschaft. Also die Bruderschaft sind quasi die Leute, die die ganzen Tag in ihrer super Hightech-Rüstung da rumlaufen und mit Lasergewehren um sich schießen und irgendwie quasi die Inquisition in Sachen moderner Technologie machen. Das bedeutet halt, die versuchen halt, die Technologie durchzusetzen. Ich bin gerade leicht hin und her gerissen. Aber ich glaube, ich mache einen Abstecher zur Bruderschaft. Also ich werde mir erstmal das Bahndepot hier ansehen, dann werde ich zur Bruderschaft gehen. Dann werde ich mich hier in die Bloodborne-Höhle begeben. Runter zur Kronkorkenfälscher-Hütte. War da nicht was? Kronkorkenfälschung? Okay. Und dann werde ich mich hier so langsam Richtung Lake Mead begeben. Also es wird jetzt eine kleine Erkundung oder werden jetzt kleine Erkundungsfolgen geben. Das gehört aber auch dazu, zu diesem Spiel. Oh. Wobei ich mir gerade noch nicht so sicher bin, ob ich mich wirklich hierhin begeben möchte. Gucken wir mal, was wir hier noch so reißen können. Aber dank unseres Scharfschützengewehrs sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Mit seinem Kopf direkt dahinter. Blind, die sind blind. Ja, dann. Oh, aber dafür doppelt so gefährlich. Die sehen mich nicht. Ich glaube, da kann ich jetzt machen, was ich will. Die sehen mich nicht. Die halten viel aus. Die halten ganz schön viel aus. Und teilen ganz schön aus. Hehe. Ja, ich glaube, es gibt eine Planänderung. Ich werde mich erstmal zu der Bruderschaft begeben. Wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Ich werde mich erstmal zur Bruderschaft begeben. Und ich denke, dann werde ich mich zum Lake Mead aufmachen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich weiß nicht. Ich weiß es, aber ich weiß es auch ehrlich nicht. Die sind schon. Na, ich ziehe schon wieder den Schwanz ein. Ich weiß, Freunde. Ich werde mich jetzt erstmal nochmal mit der Troller da unterhalten. Natürlich, wie gesagt, jetzt hier wieder ein bisschen spät. Da lege ich mich gleich mit denen an. Oder kommen die überhaupt? Ja, da sind sie schon auf dem Weg, die Jungs. Lege ich mich schon gleich mit denen an? Da Sie sich nicht eingenässt haben, wissen Sie wohl nicht, wer wir sind. Nächstes Mal bringe ich meine Sense mit und trage einen schwarzen Umhang. Die RNK schickt nach uns, wenn schrecklichen Menschen etwas Schreckliches angetan werden soll. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Sie bitten um Nachsicht von uns? Sind Sie irre? Ja, bin ich. Naja, und? Scheiß auf die NK, scheiß auf Sie. Sie haben 3 Tage. Einen schönen Tag. Ja. Drei Tage. Ja, 3 Tage, bla bla. Obwohl, ich muss mal sagen, was du da anhast, gefällt mir, Kollege.
Kollege Ranger. Genau, bist du da anders? Gefällt mir. Oh, ein Scharfschützengewehr hast du auch. Na, er hat auch überhaupt keinen Bock mit mir zu labern. Die bleiben da einfach mal stehen wie Ölgotzen. Naja, gut. Wenn ihr meint, so, ich speichere einfach mal hier, damit ich das nicht nochmal machen muss, wenn ich gleich drauf gehe. Und ich werde mich mal zur Bruderschaft begeben. Ich glaube, da habe ich mehr von, als wenn ich mich da mit den Dingern da prügel. Da ist irgendwas Böses direkt vor meiner Nase. Oh, den Vieh, ey. Die Dinger sind doch überall. Normalerweise kann ich mir die so aus der Welt picken. Nichtsdestotrotz ist und bleibt es hier draußen gefährlich. Und wir müssen immer auf der Hütte sein im Ödland. Ein Todeskrallenei von einem... Alter, hier wimmelt es ja von diesen Viechern. Das hört ja gar nicht auf. Krass. Ach, der hat mich auch noch gesehen, der Drecksack. Hallo. Diese Decksviecher sind total zäh, ne? Das ist echt der Hammer. Da oben ist noch die Todeskralle. Soll ich die lieber aus der Welt picken oder soll ich die da lieber in Ruhe lassen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, ich lasse sie mal in Ruhe. Ich werde mich weiter Richtung Bruderschaft begeben. Letztendlich muss ich die ja auch kennenlernen. Also nach der Aufgabe, die mir der Ja-Sager gegeben hat, muss ich die auch kennenlernen. Und ich könnte mich dem Ja-Sager auch eigentlich entledigen. Allerdings glaube ich, dass es auch irgendwo vielleicht Vorteile hat, wenn ich mich mir zumindest erstmal angucke, was da hinter diesen Aufgaben steckt. Und ich denke mir ein paar Kulturen oder die Freundschaft ein paar oder zumindest die Bekanntschaft einiger Kulturen zu erforschen oder zu anzueignen ist prinzipiell gar nicht so falsch. Hier oben ist die nächste Hütte. Glaube ich. Was ist der Bruderschaftsunterschlupf? So bruderschaftlich scheint das hier nicht zu sein. Das wirkt so klein. Das ist doch einmal so eine olle Hütte. Ich habe jetzt, wer weiß was, ich habe jetzt das Riesenlager erwartet. Der Feuerschüssel leckt mir doch an die Füße. Hallo, ich will da rein. Doof, Mann. Doof Spiel. Naja. Also, demnach doch Bahndepot. Muss ich nur ein bisschen tierisch aufpassen. Das mit dem Unterschlupf habe ich mir jetzt echt ein bisschen anders vorgestellt. Naja. Kann ja nicht alles haben. Da vorne latscht schon wieder die nächste Todeskralle. Ach, ich weiß, ich muss nur treffen. Erledigt. Also ich finde, dafür, dass da ein Schalldämpfer drauf ist, ist das Ding trotzdem noch recht laut. Also zumindest subjektiv für mich jetzt gespürt. Es gibt ja so ein paar Punkte, die da noch irgendwie dafür sprechen. Bedeutet, A, bin ich ja auch noch 10 Kilometer... Ach du Scheiße. Ja, noch 500.000 Millionen Kilometer weit entfernt.
dass man da überhaupt von reden kann, dass dass man den hört. Habe ich die aufgescheucht. Ich muss echt ein bisschen aufpassen gerade. Das ist schon hart, ey. Ein falscher Schuss und wir haben ein Problem. Ich fange an zu suchen. Prinzipiell gar nicht mal so gut ist. Erstmal nachladen. Putz. Er weiß nicht, von wo auf ihn geschossen wurde. Beziehungsweise er weiß es schon, deswegen rennt er auch da hin. Aber mehr wird er wohl nicht erfahren. Muss ich nur aufpassen, dass die Jungs da nicht alle hinrennen. Die sind gar nicht so dumm, die Viecher, ne? Auch wenn sie blind sind. Da wieder einer weniger. Ich muss öfter meine Position wechseln. Als Sniper, damit man nicht realisieren kann, woher ich schieße. Ich bin ein bisschen zu verwurschtelt gerade. Da ist der nächste. Alter, der hat jetzt schon wieder nachladen. Boom. Der hat fast gesessen. Und erledigt. Super schön. Dann gehe ich mal wieder auf eine andere Position. Hat ein bisschen was von Tennis, finde ich. So. Nächste Todeskralle. Alter, warum kriege ich denn keinen kritischen Treffer oder so hin? Muss ich weg, kommt hier hin? Ich würde mich hier suchen. Wird er mich auch einigermaßen aufgespürt haben. Erledigt. Oh. Oh, Backe. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Einen gewaltigen Fehler. Ne, bitte der andere. Verdammt, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Ey, verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Ich hätte den nicht so weit kommen lassen müssen, dürfen, können, wollen. Das ärgert mich jetzt. Mann. Ja gut, lassen wir mal 5 gerade sein. Ups, gerade zu heftig. Ich melde mich jetzt gerade erstmal, dass der Bruderschaft zugehört. Ich werde mich mal um die Blattbauenhöhle kümmern.
Vielleicht ist ja das ein bisschen von Erfolg gekrönt. Also diese Bruderschaftsscheiße da war ja nichts. Ja, viel Abwechslung heute. Alles ein bisschen planlos. Aber die Viecher sind mir echt zu hart. Und ja, ich weiß, ich ziehe den Schwanz ein. So, kletter, kletter. Das sind rote Steine. Das erinnert mich so ein bisschen an den Canyon, wo ich war. An dem Grand Canyon. Falls ihr euch noch an diesen Part von DLC erinnert. Wo ich im Grand Canyon war. Und guck mal, Leute, schöner Grafikfehler. Schade, dass es hier auch sowas gibt. Ich hoffe, es ist wirklich nur ein Grafikfehler und es hat mir nicht das ganze Spiel zerhauen. Aber ich glaube... Ay, shit. Das sind so Drecksviecher, ne? Ich glaube, das ist, was da, das ist die Spiegelung vom Lake Mead. Das ist gar kein Grafikfehler. Weil der Lake Mead ist ja da vorne. Oh, ich bin quasi schon an der Hütte vorbei, an der Höhle vorbei. Dies wollte ich nicht. Muss ja ein Stück nochmal zurück. Hopp. Alles schön mit der Knarre im Anschlag. Wer weiß, was auf mich zukommt. Ich schalte mal um auf Scharfschützengewehr. So, ich will immer noch zu dieser Höhle. Aber ich denke... Oh, Gefahr. Ach, Gekos, ich dachte, das wäre schon wieder dieser... Viecher. Alter. Ich treffe das Vieh nicht. Warum treffe ich das denn nicht? Willst du mal was per Hand machen? Ist auch für'n Arsch. So. Boah, ich komme immer noch nicht auf die Hunde der NK, klar. Tricks, Leute, ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, man muss doch seine Entscheidung irgendwo akzeptieren. Ja gut, okay. Ja, man muss seine Entscheidung akzeptieren. Ich meine, gut, die nette Art ist es ja auch nicht unbedingt, da so eine halbe Einrichtung von denen auszulöschen, keine Frage. Aber wenn ich die Nummer nicht mag, mag ich die Nummer nicht. Und das muss auch so eine Regierung akzeptieren. Und hier im Ödland muss man halt irgendwo sehen, warum sammle ich eigentlich die ganze Zeit Geckofleisch. Muss man halt sehen, wo man auch irgendwo bleibt. Und irgendwie finde ich diese doofe Höhle nicht. Alter, hier ist was los. Schon wieder zwei irgendwas. Ach du Scheiße, Nachtpirsche. Ich hasse Nachtpirsche. Ich glaube, den kriege ich so weg. Ach, das sind irgendwie noch mehr. Jetzt darf ich nicht fackeln. Die Mistviecher sind auch sehr gefährlich. Jetzt muss ich mich sputen. Er hat mich entdeckt. Ah, Drecksviecher, ehrlich. Drecksviecher. So, wo ist denn jetzt diese vermaledeite Höhle, Leute? Da hoch. Kann doch nicht so schwer sein, so eine olle Höhle zu finden. Bloodborne-Höhle. Alles klar.
Und diese Bloodborne-Höhle werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Ich freue mich drauf. Ein bisschen Höhlentour. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.